Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Control. Ja, wir sind hier in dem, wie nennt sich das? Schwarzsteinsteinbruch. Und ja, müssen hier irgendwie Schwarzsteine immer noch finden. War ein steiniger Weg bis hierhin, wie man sehen kann, aber hey, dank eurer Bewertungen komme ich da sehr gut durch. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, wir hüpfen jetzt mal hier rein und gucken mal, was uns hier erwarten wird. Wahrscheinlich jede Menge Action, aber gut. Wir werden es herausfinden. So, was haben wir hier? Gucken wir doch als erstes mal. Ah ja. Nichts. Aber das ist doch hier Schwarzstein, oder nicht? Warum kann ich das denn ja nicht schon mal rausnehmen? Das wäre schon... Wow! Oh Mann, habe ich mich erschrocken. Selber geschossen. Ja, moin. Okay, wir gucken mal. Nimm dir doch einfach hier so einen Stein mit, der hier rumschwebt. Und schau mal, was du damit machen kannst. Haben wir doch schwarze Steine ohne Ende hier. Wäre doch eigentlich am einfachsten, oder nicht? Ne? Hier rein, das nehmen und go. Sieht schon geil aus, ne? Mal gucken, was da unten geiles rumsteht. Ja, so ein Tuppes. Hm. Naja, wir werden mal sehen. Können wir den von hier aus treffen? Können wir. Paff, Junge! Ah, ja. Rotz direkt den nächsten. Ey, was? Da, bam, fang. Und... So. Ach, nö. Aber von hier oben habe ich eigentlich einen ganz geil überblickt. Oh, wow, wow. Hör mal auf, da hinten auf mich zu schießen, bitte. So nicht, Freund. Wo ist der andere? Da unten. Na komm. Ja, hör mal auf, dich da zu verstecken. Ja gut, okay, dann kommt der Berg halt zum Propheten. Bam! Oh, wieder so ein Ding hier. Paff. Hallo? Hallo? Ich komm hier irgendwie. Wow. Oh Gott, was ist das denn alles? Ich muss diese Kugel da erst kaputt machen. Wow, 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 wow. Alter Schwede, okay. Ja, moin, halt, stopp. Hört auf zu schießen. Ich bin noch nicht so weit. Wo ist diese blöde Kugel? Da. Bam. Und. Bam. Oh, ich hab keine Energie. Wow, okay, die können auch mit Sachen schmeißen. Ja. Auf damit. Wow. Dann schnell weg. Wow. Oh, oh. Okay, okay, okay. Ey, hier, Freund Jochen. Hallo? Barf. Boah, jetzt ist aber hier Action, ey. Ich glaube, die sind nicht so envious darüber, dass ich hier den Steine klauen will. Wo denn? Barf. Ach, das ist wieder einer hier, so ein Wirbelsturm, Abi. Okay, alles klar, gut. Hab's verstanden, danke. Die blöden Wurf-Experten und Schussexperten. Komm. Bam. Okay, wenn ich erstmal einen weg habe, ist schon mal besser. Ich habe halt kaum Lebensenergie, ne? Das ist echt bitter. Einen von euch mal treffen. Oh. Hier. Moment, warte mal. Pause, stopp. Ich brauche hier Lebensschub.
Was haben wir hier? Lebensregeneration. Oh, das gefällt. Das brauche ich als allererstes. Wobei, Moment, warte mal, was eigentlich viel... Ich habe ja kaum Leben, ne? Das ist das Problem. Hier, diese Schleuder-Energiekosten. Minus 10%. Das mal. Naja, jetzt habe ich das auch mit diesen Minus mit Energiekosten verstanden. Das ist mein Leben, dieser weiße Balken, den ich da oben habe. Alles klar. Paff, in your face. Oh, wie viele das hier sind, ey. Oh, wow, wow, dann schießt aber wieder einer, ey. Klatsche. Oh, Alter, ey. Voll der Stress. Ist der eine noch hier unten? Ja. Der kommt zum Glück nicht hier hoch. Komm, hör auf dich zu drehen. Wow! Okay, der hinten hat schon aufgehört zu drehen. Jetzt! Paff! In your face! Stressig! Jawohl, ich glaube, den einen habe ich, jawohl. Komm mal hinterher. Was? Wow. Wow. Paff. Okay, Alter, Stress. Ich muss irgendwie den hier unten wegkriegen. Noch mal hier rüber. Schauen wir mal, ob wir den von hier aus treffen. Ah, der ist weg. Okay. Boah, da liegt Lebensenergie, ne? Die wäre echt lebenswichtig. Hör auf. Paff. Das war gut. Das war sehr gut. Oh. Hallo. Mensch. Oh, noch einer. Bams. Noch einer ohne Fahrschein? Komm, du wirbelst schon Fotzi. Paff! Jawohl, den Hammer. Hinten haben wir noch was? Oh, endlich. Okay, wir haben jetzt so weit Ruhe, dass die uns hier nicht auf den Keks gehen und ständig mit irgendwelchen Sachen beschmeißen. Hoffe ich zumindest. Aber erstmal hier ein bisschen Lebensenergie einsammeln. Sehr schön. Oh, jetzt fühle ich mich schon. Aktiviere den Sprengstoff, um das Schwarzsteinprisma auszugraben. Aha, okay. Gut, wo kriegen wir die Dinger her? Ah, hier. Das ist zum Beispiel einer. Ach, Moment, warte mal. Ach, der ist da drin. Scheiße. Hier ist schon einer drin. Muss ich wieder raus? Ne, warte mal, hä? Wo muss ich denn hier rein? Naja, schauen wir jetzt gleich. Okay, soweit so gut. Mal an, was hier an Energie liegt. Voll geil. So, was haben wir hier noch? Ritualimpuls. Jawohl, nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt hier.
Steinbruch vor. Ach, da hinten muss man was hinpacken. Okay, alles klar. Klatsch einmal. Und wo war das andere Ding jetzt hier? Jawohl, ja damit. Wir sehen. Da. Bam, zweimal. Ach, da oben muss noch einer hin. Wo haben wir noch so ein Ding? Da liegen noch mehr als genug rum. Sehr schön. Na komm, Pelle, rauf da. Ja, rauf da. Nein, nicht den Wagen. Ich brauche das Ding ja. Laufen. Woanders jetzt hier. Das wird also hin. So, und bam, dran da. So. Dann würde ich sagen. Bumm. Sah doch gut aus. Sammel Schwarzsteinprisma aus dem freigelegten Riss. Jawohl. Ja, damit. Und da ist es. Du hast mich hergeführt. Die HV, die Prismen, sie sind dir wichtig. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. HV, dann Dylan. Tja, dann, ja, gut. Wie machen wir das jetzt? Oh, Gott. Ich hab fast reingelatscht. Ja, auf hier. Oh Gott, hier sind ja überall von diesen Dingern jetzt hier. Warte mal, wo war denn jetzt hier der Ausgang? Da oben. Schnell. Stopp, hier lang. Alter! Oh Gott, das quetscht mich da durch, oder was? Oh, jott. Alter, hat mich das aus dem Leben genommen. Autsch. Okay, scheiße. Oh Gott, da kommt noch mehr von dem Zeug. Wo müssen wir hin? Oh ja, moin. Also, wenn ich da jetzt lang laufe, habe ich ein Problem. Ich brauche Lebensenergie, Energieschub, 10, was? Lebensregeneration, hier, das brauche ich. Och nö! Tolle Wurst, hier treten immer mehr Probleme auf. Okay, das Problem hat sich von alleine. Moment, ich muss mal ganz schnell auf die Karte gucken. Wo müssen wir hin? Geradeaus. Okay, das ist schon mal gut. Ah ne, halt, da muss ich hin. Das Problem ist echt. Wo ist der Tuppes? Da hinten. Los, mach ihn kalt! Wollte ich das nicht machen. Boah! Schnell. Laufen. Gott, habe ich mich erschrocken. Küttelt wieder. Schnell hier ran, ey.
Kontrollpunkt. Zack. Schnellreise. Jawohl. Oh Gott. So, warte mal. Wo ist denn jetzt der, dieser Marsche? Diese Marsche. Wo war die? Ach, damn it. War die in der Parapsychologie? Ja, ne? Gehen wir da mal hin. So, okay, jetzt sind wir hier. Sprich mit mal. Ach nee, Marshall ist in. Was? Wieso ist Marshall in der zentralen Geschäftsleitung? Was soll denn der Quatsch? Moment. Zentrale Geschäftsleitung, wo war das denn jetzt nochmal? Zentrale Forschung. Wartung, Geschäftsleitung, da müssen wir hin. So, hier sind wir richtig. Ah, da ist noch Masche. Hey, Perle! Gibt es Überlebende? Wir haben mehrere Schuss. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dillen zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Leben meines Bruders findet Dylan. Isolierte Verwahrung. Panoptikon. So, mein Gott, was für ein Wort, ey. Hier ist Lynn Salvador, Leiter der Abteilung für Sicherheit. Ich gebe eine formelle Sicherheitsanweisung aufgrund des Vorfalls im April. Was haben wir hier? 21 Parkufen. Grenzbereich, Trophäe halten. Hier sind voll die Sachen noch, die ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Ein Expeditionsteam fand sich eine Woche später verwies bei der Basis der Formation. Und wenigstens haben wir herausgefunden, dass die Türen. Was ist das? Eine Musicbox. Ey, ich will Musik hören. Ein bisschen Rock'n'Roll hier, komm.
Nicht? Ja, dann nicht. Okay. So, wo finden wir jetzt das Panoptikon? Besuchen Sie mich für weitere Details. Man weiß es nicht. Panoptikon, wo könnte das sein? Das ist eine gute Frage, ne? Aber wir sind ja auch hier, warte mal. Dass wir Darlings gesamte Dateneinträge Wir haben auch 7 neue Fähigkeiten bekommen. Also 7 von diesen Punkten hier. Psy-Schlag. Den benutze ich auch irgendwie komischerweise fast gar nicht, ne? Oder was ist das? Warte mal. Ich nehme das mal. 10% mehr Schaden. So, dann haben wir hier. Leben ist immer wichtig, ne? Leben ist übelst wichtig. So, dann haben wir hier Sprengstoffschleudern. Finde ich auch mega nice. Gefällt mir. So, wie viel kostet das hier? 3. Dann hätten wir noch 3 übrig. Das kostet auch 3. Das kostet 3. Das kostet 2. Und das auch. Okay, pass auf. Ich nehme auf jeden Fall Leben. Leben ist safe wichtig. So, dann Sprengstoff schleudert Granaten und Raketen zurück auf den Gegner. Finde ich gar nicht schlecht. Aber ich krieg halt immer Panik, wenn eine Granate kommt, ne? 50% mehr Schaden durch Schleudern ist natürlich aber auch eine richtig geile Sache. Aber ich nehme das mal mit den Granaten hier. So, okay. Monat zusammenstellen. Wir sollen Darlings persönliche Protokolle hacken? Er will uns dafür Outfits. Kreuzigen. Das können wir eigentlich bei Outfits kommen. Zivilisten. Für wen hält sie sich so etwas anzuordnen? Halt die Klappe. So, okay. Warte mal. Wo ist denn Wartung, Forschung? Ritualabteilung, wo müssen wir denn hin? Das ist die Frage. Hat die das gesagt? Und ich stimme zu. Eigentlich nicht, ne? Die HRV sind isolierte Verwahrung. Wo ist die isolierte Verwahrung? Da steht nichts drauf. Fahren wir mal. Isolierte Verwahrung würde ich ja irgendwo im Keller suchen, ne? Hallo. Hallo. So, schauen wir mal. Wartungsisolation. Ja, Isolationssektor. Das hört sich doch gut an. Zentrale Verwahrung. Okay. Der Isolationssektor. Das Panoptikon. Gewandelte Gegenstände. Hochsicherheitsgefängnis. Gefährlich. Okay. Isolierte Verwahrung, krass. Ah ja, okay. Ja, schauen wir mal. Ich würde aber sagen, machen wir auch dann in der nächsten Folge erst, weil ich habe gerade geguckt. Wir sind ja eigentlich schon von der Zeit auch schon wieder durch. Und bevor wir jetzt hier wieder was Neues anfangen, sparen wir uns das für die nächste Folge auf. Und gucken mal, ob wir dann Dylan finden. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn finden werden. Und ja, war wieder eine nice und interessante Geschichte hier. Zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren und natürlich auch gerne kostenlos Abo da lassen. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir unseren Bruder Dylan suchen. Bis dahin. Ciao, ciao.